Es war einmal. Ja, so fangen alle schönen Geschichten an. Eines Tages rief die Mutter ihre Tochter Pinky. Man nannte sie so, weil sie gerne pinkfarbene Sachen trug. Pinky, komm bitte und bring der Oma diesen Kuchen vorbei. Oh Mann, jede Woche bekommt die Oma unser Kuchen. Wieso kann sie denn den Kuchen nicht alleine backen? Die Oma steht halt nicht so gerne in der Küche. Nimm den Kuchen und los. Pinky machte sich mit dem Kuchen auf den Weg. Auf der anderen Straßenseite erblickte Pinky ihre neuen Mitschüler Hänsel und seine kleine Schwester Gretel. Hey Pinky, wo willst du denn hin? Ich muss meiner Oma wieder einen Kuchen vorbeibringen. Darf ich dich begleiten? Pinky weiß nicht, dass Hänsel sie mag. Doch immer ist seine kleine Schwester Gretel dabei und da traute er sich nicht, Pinky das zu sagen. Weiß nicht, ist ja nicht so weit. An der nächsten Ampel trifft sie auf die 7 Neuen. Das sind die 7 neuen Kinder aus ihrer Schule. Na, wo wollt ihr denn alle hin? Wir gehen zum Deutschkurs. Eine ehemalige Lehrerin unterrichtet uns. Die macht das echt gut. Und sie ist so freundlich. Und hat immer leckeren Kuchen für uns. Und erzählt gerne von ihrer Enkelin. Wir müssen los. Und wo möchtest du hin? So ganz alleine. Na, ich muss meiner Oma einen Kuchen vorbeibringen. Sie bekommt Besuch. Sollen wir dich durch den Stadtpark begleiten? Nein, das schaffe ich schon. Die 7 Neuen verabschieden sich und Pinky geht weiter. Während sie lief, dachte sie, wie gut die neuen Kinder schon ihre Sprache können. Und wie hilfsbereit sie immer sind. Sie schlenderte durch den Park, als ihr plötzlich ein Mann über den Weg läuft. Der Mann dachte sich: Oh, was für ein junges Ding, so ganz allein unterwegs. Hallo, junges Mädchen, wo willst du noch so spät hin? Pinky war sehr verunsichert. Sie kannte den fremden Mann nicht, sagte dann aber ganz mutig: Zu meiner Oma. Der fremde Mann, der auch Herr Wolf genannt wird, freute sich insgeheim und dachte bei sich: Bei der Oma lässt sich sicher noch viel mehr holen als von dem kleinen Mädchen. Das ist ja nett von dir. Lauf schnell zur Blumenwiese. Du könntest deiner Oma noch einen Blumenstrauß pflücken. Hast du es denn weit zu deiner Oma? Ach, das ist ja eine gute Idee. Nein, das ist nicht mehr weit. Einfach durch den Stadtpark und dann zum Kugelberg. Bei den 3 großen Pappeln, da steht ihr kleines Haus. Dann mach mal schön vorsichtig, Kindchen. Komm nicht vom Wege ab. Auf Wiedersehen. Pinky lief zu der Blumenwiese. Herr Wolf jedoch machte sich auf den Weg, um das Haus der Oma ausfindig zu machen. Als Pinky einen großen Blumenstrauß gepflückt hatte, begegneten ihr wieder Hänsel mit seiner kleinen Schwester Gretel. Hey Pinky, was machst du da? Du bittest doch zu deiner Oma. Ja, ich habe ihr nur schnell diesen Blumenstrauß gepflückt. Ja, sie wird sich darüber freuen, das sagt auch Herr Wolf. Wer? Der Herr Wolf? Ja, den habe ich vorhin getroffen. Er hat mir den Tipp mit den Blumen gegeben. Ist der nicht nett? Nett? Weißt du denn nicht, dass der Mann ein gesuchter Dieb ist? Du hast ihm hoffentlich nicht gesagt, wo du hin willst. Doch. Oh weh, meine Oma. Sie ist allein und schwach. Er wird dir doch nichts antun. Ich renne los. Vielleicht bin ich viel früher da. Ruf den Jäger. Die Polizei. Unterdessen ist Herr Wolf am Haus der Oma angelangt. Durch die gute Beschreibung von Pinky hatte er es schnell gefunden. Ach, wie gut. Die Alte hat sogar die Tür aufgelassen. Hoffentlich schläft sie. Dann kann ich in Ruhe die Bude ausräumen. Tatsächlich war die Oma kurz eingeschlafen. Da sie aber wusste, dass ihr Pinky den Kuchen vorbeibringen würde und sie außerdem Besuch erwartete, hat sie die Tür offen gelassen. Herr Wolf trat in das Haus
und schaute sich vorsichtig um. Er erblickte die schlafende Großmutter und machte sich an die Arbeit. Er griff nach der Geldbörse, den Schmuck und... Doch da stürmte Hänsel hinein und schrie den Wolf an. Heute wird hier niemand ausgeraubt. Er schlug mit dem Besen auf den Kopf von Herrn Wolf. Die Oma wachte auf und fragte: Was ist denn hier zum Donnerwetter los? Im selben Moment kamen Pinky und Gretel zur Tür hineingestürmt. Pinky fiel ihre Oma in die Arme. Kurze Zeit später kam auch der Jäger, der Polizist und verhaftete Herrn Wolf. Beim Rausgehen erschienen die 7 Neuen in der Tür. Was macht ihr denn hier? Wir kommen jede Woche zur Deutschstunde hierher und essen dabei leckeren Kuchen. Na, zum Glück hat Hänsel meine Oma gerettet. Danke. So, Kinder, wie wäre es, würden wir heute alle zusammen einfach Kuchen essen und ihr mir dabei die Geschichte in Ruhe erzählt? Pinky, was hast denn du heute Schönes dabei?